Letztes Wochenende fand ein Freizeitreitturnier bei uns in der Nähe statt, bei dem auch ein paar Reiterinnen von Marens Hof teilgenommen haben. Maren hat den Transport der Pferde übernommen und es gab noch einen freien Platz im Anhänger. Maren hatte die spontane Idee, dass sie doch Camino mitnehmen könne und mit ihm die Prüfung des Gemütsparcours nennen könnte. Dabei ging es ihr natürlich nicht darum, mit Camino eine Leistung zu erbringen, sondern sie sah es eben als eine super Gelegenheit, mit Camino solche Situationen wie eben verladen, transportieren und an einem neuen Ort mit vielen anderen Pferden und Reizen zu üben. Oh, was klappert denn da? Aber das kennt er ja von sich aus. Ja. Ich glaube, er macht das auch gut. Gesagt, getan. Was soll ich sagen? Camino machte alles mega gut mit. Er ließ sich super verladen, stand brav neben dem Nachbarpferd im Anhänger und wartete geduldig in Gegenwart anderer Pferde auf den Start seiner Prüfung. Kurz bevor es losging, wurde er etwas aufgeregt, weil er nun an einer Stelle stand, wo kurz vorher ein Pferd Urin abgesetzt hatte. Das hat anscheinend ziemlich gut gerochen. Aber auch hier blieb er total gut handelbar. Kein Vergleich zu dem, wie er sich noch vor gut 11 Wochen aufgeführt hat, wenn nur eine Stute in der Nähe war. Wie Camino sich in der Prüfung gezeigt hat, siehst du hier. Maren O'Sullivan mit El Camino. Geht los? Vielen Dank, Maren. Der Start ist frei. HXM durch die ganze Bahn wechselt. CXC Mitte der kurzen Seite im Arbeitstempo links angaloppieren und auf den Zirkel geritten. Einmal herum. Mega. Toll. Eine kleine Info für alle. Wir sind hier auf dem Gleitauflinie, deswegen ist dieses Verlassen des Viereck auch nicht im Ausschuss steht. Nur zur Info auf der anderen Linie. M nach der kurzen Seite Mittelschritt. B Mitte der langen Seite rechts um. X im Mittelpunkt rechts um. G vor den Richtern halten, grüßen. Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. Wir bitten jetzt Maili Chiara Gabe mit Diamond in die Bahn. Für
für mir, Sophie Nees, gibt es heute eine 5,5. Vielen Dank an Maren O'Sullivan mit Mega. Nach der Prüfung ließ Camino sich noch ordentlich von Amelie, Dennis, Maren und mir feiern und verwöhnen. Dass er auch überhaupt hier so steht, finde ich, ist ja schon irre, ne? Ja. Gute Idee, Amelie. Märchen, hat er sich verdient. Ganz viele Märchen. Als Wertnote bekam Camino eine 8,5. Auch im abgesteckten Paddock fraß Camino ganz entspannt sein Heu und stand ruhig neben den anderen Pferden. Von hier aus habe ich alles im Blick. Siegerehrung da hinten. Und das Kaminchen. Aber ich finde das jetzt schon mal echt mega, wie cool er hier steht. Und daneben an steht ein fremdes Chatty. Und hier gehen immer hinter uns Pferde hin und her. Wir sind sehr, sehr stolz auf unseren tapferen Camino.